In einem Actionfilm sieht die Selbstverteidigung richtig leicht aus. Aber im realen Leben spricht ihr eine andere Sprache. Ich zum Glück musste mich noch nicht selber verteidigen. Da bin ich auch sehr, sehr froh darüber. Aber man muss immer vorbereitet darauf sein. Und heute habe ich die Möglichkeit, einen Selbstverteidigungskurs zu absolvieren und darf euch mitnehmen. Mein Trainer heute, und jetzt muss ich ganz kurz spicken bei so vielen Titeln, die du hast. Zweiter Dan im Karate. Du hast einen braunen Gürtel im Ninja Kobudo. Ja. Prüferlizenz B, Trainer für Selbstverteidigung, langjähriger, erfolgreicher Komiteekämpfer und ein Mentalcoach. Jawohl, so Wahnsinn. Ist es. Wahnsinn, wirklich, wirklich Wahnsinn, was du alles kannst. Und jetzt erzähl mal, was machen wir denn heute? Heute machen wir drei wichtige Bausteine. Erst einmal das Mentale, dass du deine Angst in den Griff bekommst, wenn so ein wilder Gegner auf dich zuströmt in der Nacht vielleicht. Dann, wie man dann richtig mit der Körpersprache, mit der Rhetorik umgeht, dass der Gegner weggeht. Geht er nicht weg, dann machen wir Baustein 3, ran an den Feind. Und aus dem Haus. Die Selbstverteidigung ist ja wirklich sehr, sehr wichtig. Also ja. Ich merke es tatsächlich bei mir selber, wenn ich mal unterwegs bin und es ist nachts. Also ich rufe immer meinen Mann an, stelle auf Lautsprecher, dass er ja weiß, wo ich gerade bin, dass ich beim Auto bin und auch im Auto bin. Ja. Du machst diesen Kurs schon lange? Ja, also ich komme aus dem Karate. 1986 war sozusagen Auf alle Fälle habe ich dann Karate-Kämpfe gemacht und vor 3-4 Jahren bin ich speziell auf Selbstverteidigung für Frauen umgestiegen, weil so viel auf der Straße passiert und das ist für mich so ein Credo, dass ich sage, okay, ich muss jetzt die Frauen in unserer Region ausbilden, dass wenn eine blöde Situation kommt oder eine gefährliche Situation, dass denen geholfen wird. Und warum ist die Selbstverteidigung für mich jetzt sehr, sehr wichtig? Also weil ich eine Frau bin, weil ich klein bin oder ist es generell für alle sehr wichtig? Eigentlich für Mann, Frau, Kinder. Weil durch Selbstverteidigung kriegt man erst einmal ein anderes Selbstbewusstsein. Man kann Situationen anders einschätzen und vor allem der Gegner oder der Feind, egal wie man es bezeichnet, oder den Bösewicht, der bekommt dann teilweise schon Angst und sagt, hoppala, ich will die Person gar nicht mehr berühren, weil das geht schlecht aus. Und das kann man üben. Man kann sozusagen eine gewisse Ausstrahlung aufbauen. Okay, und du machst das bei dir nur für Frauen oder können auch Männer und Kinder zu dir? Bei mir sind jetzt so viele Anfragen, dass ich sogar Familien trainiere, gemischt alles. Also querbeet jetzt, weil die Anfragen sind so hoch jetzt geworden, dass ich sage, okay, nicht nur Frauen, sondern allgemein. Wie läuft denn eine Stunde bei dir ab? Also bei mir ist so, der Kurs nennt sich Intensivkurs, dauert circa 1,5 Stunden oder 2 Stunden, es kommt immer auf die Situation drauf an. Da wird der Grundbaustein erst einmal erklärt, die Gefahren, wenn man abends unterwegs ist, was man alles beachten soll. So wie du mir jetzt das erzählt hast mit dem Telefon etc. Da gibt es so Tipps und Tricks. Dann machen wir sozusagen Sprache, Körperhaltung, dass man einfach den Gegner einschränkt und sagt, lass es. Geht er dann weiter einen Schritt, dann machen wir Partnerübungen, die werden dann so gut trainiert, dass jede Frau, egal ob trainiert oder nicht trainiert, circa auf 3 bis 4 Sekunden diese Person ausschalten kann. Sie bekommt sozusagen von mir Übungen, Techniken, Griffe, Schlagtechniken, wo sie sich befreien kann und wo dann sie dann die Polizei nachholen kann oder Hilfe, egal wie, sie kann sich auf alle Fälle befreien. Also das heißt, nach meinem Kurs heute gehe ich raus und kann jeden K.O. schlagen? Es kommt immer auf den Kopf drauf an. Okay. Wenn dein Kopf nicht so weit ist, kann der beste Karatekämpfer, der beste Jiu-Jitsu-Kämpfer keinen ausschalten, da spielt die Musik. Und das muss man als erstes trainieren. Und das andere ist nur Technik, reine Technik. Und vor allem, wir müssen immer entscheiden, ist das Notwehr oder ist es nur Hollywood? Genau. Ich habe mal gelesen, deinen Selbstverteidigungskurs hast du selber kreiert. Ja, erzähl richtig. Mal was darüber. Wie hast du das so weit gebracht? Ja, sagen wir es mal so, ich spreche aus meiner Vergangenheit. Ich bin ja mit 17 Jahren schon mal überfallen worden in England, in London. Und ich habe von meinem Onkel, der war in der Bundeswehr, ist also ein Kampfspezialist, der hat mich ein bisschen schon ausgebildet mit 14, 15. Und dadurch habe ich festgestellt, bei diesem Überfall, wie wichtig Selbstverteidigung ja ist. Und dann habe ich mit Karate begonnen, 1986. Und dann habe ich das einfach gemerkt, dass nicht nur Karate das Allerheilmittel ist, sondern als Kampfsportler entwickelt man sich auch geistig weiter. Wenn man das gerne macht, dann wird man im Kopf ganz anders programmiert. Das heißt, man ist offen für viele Dinge.
Und dann habe ich gemerkt, Selbstverteidigung, da gibt es so tolle Techniken, die muss man nur richtig verbinden und dann kann man Frauen helfen, die einfach keine Kraft haben, die vielleicht zierlich sind, dass sie es umsetzen können. Und das ist so eine Leidenschaft von mir geworden. Bei der Selbstverteidigung, ist es wichtig, dass ich dünn bin, dass ich klein bin, dass ich groß bin, dass ich dick bin, oder ist es egal und man, es egal. Liegt einfach nur im Kopf? Also da. Ich sage es also, ganz ehrlich, ich habe ein gewisses Volumen über die Jahre hart erarbeitet und das ist das Schöne, wenn du aussiehst wie Nobody, dann hast du einen größeren Überraschungsmoment, den du aufbauen kannst. Kommst natürlich wie Arnold Schwarzenegger daher, dann hast du eine andere Situation. Nur, das Thema ist immer Geschwindigkeit und Technik. Mehr ist es nicht. Was hast du noch für mich heute vorbereitet? Ich sehe ja... Ja, ich habe heute meinen Partner, den Ralf, den habe ich schon warm geprügelt, dass der dann sozusagen mit dir schön arbeiten kann. Mhm. Und dann haben wir auf alle Fälle noch verschiedene Sachen da, wo wir dann an uns üben, Griffe... Ja, ich sage jetzt einmal Partnerübungen. Partnerübungen. Genau. Also Julia, bevor wir den tollen Ralf bearbeiten, körperlich und hart, machen wir erst einmal einen ganz wichtigen Grundkurs in Körperhaltung, Rhetorik. Weil es gibt ja die Situation, die Person, die Böse oder der Bösewicht kommt auf dich zu und du sollst ja nicht gleich umhauen, sondern du sollst einmal dem zeigen, du bist eine Werwölfin, du willst nichts von ihm. Und das üben wir jetzt, okay? Ja. Das heißt, Stellung, Stand ist eines der wichtigsten Sachen. Das heißt, die meisten stehen ja breitbeinig da, hat den Nachteil, wenn der dich greift oder schubst, fällst du nach hinten. Das bedeutet, immer einen Schritt nach hinten gehen, einen Ausfallschritt, ganz locker. Das heißt, aufrecht bleiben, nicht nach vorne kippen, nicht nach hinten kippen, locker bleiben, locker in die Knie. Machen wir mal locker in, ja. Tust du auch tanzen privat? Schon ein bisschen. Ah, Dirty Dancing. Ja? Ja, ich spür's. Sie hat es in der Hüfte. Sehr gut. Das heißt, durch das Lockere kannst du, wenn jemand dich schubsen möchte, den Schubs abfangen. Okay. Weil wenn du steif stehst, dann fällst du um. Also das heißt, immer locker in den Beinen bleiben. Okay? Erste Technik. So. Jetzt kommt die zweite Technik. Wenn die Person auf dich zukommt, möchte ich dich meistens ja berühren, fassen, greifen. Machen wir einen Schutzzahn, nennt man das. Das heißt, ein Pfötchen nach oben, Gesichtshöhe. Mein. Genau, mein. Deins. Mhm. Das heißt so, dass du den Griff oder den Schlag wegschlagen kannst. Das zweite Pfötchen, Bauchhöhe. So, das ist der Zaun. Das heißt, das ist deine Zone. Drüber darf die Person nicht rein. Das ist die Schutzmauer. Okay. Und das bedeutet, wenn du so dann da stehst, also den Ausfallschritt machst, dann die Beinhände hochfährst, dann sieht der schon, hoppala, da passiert was. Mhm. Und jetzt kommt's, Sprache. Du musst deutlich laut sprechen. Stopp, lass es, schleich dich. Weil die meisten sagen dann, stopp, dann komme ich und sage, ja und dann, was kommt jetzt? Kann ich dich jetzt küssen? Kann ich dich jetzt mitnehmen? Und du brauchst immer drei Ansagen. Okay. Und vor allem der Schlussbefehl ist wichtig. Go away. Also wenn es ein Engländer ist oder Amerikaner oder Englisch versteht, dann sagst du halt go away. Also international. Das heißt, nicht leise sprechen, weil leise bedeutet, wenn du in der Stadt bist und die Leute stehen rum und hören einfach dich nur so, dann meinen die, da ist kein Stress da. Aber wenn du laut bist und sagst, stopp, lass es, dann sagen die Leute, hey, da ist Stress, der Dame müssen wir helfen. Also, ich mache es mal ganz locker. Ich mache ein Zeichen, wo du dann nach hinten gehst. Okay. Ich komme, hey Baby, bam, bam, bam. Hoch das Pfötchen. Und jetzt. Stopp. Lass es. Schleich dich. Yes! Und du schaust mich in den Augen. In die Augen. Okay. Weil das ist wichtig. Der soll Angst bekommen. Dann brauchst du gar nicht mehr zuschlagen. Weil der Gegner weiß, hoppala, die ist auf Zack. Da kommt Stress auf. Brauche ich nicht. Und umso deutlicher man das sagt, stopp, lass es, schleich dich. Merkst du das? Ich mache das mit Nachdruck. So wusch, eine Welle, so eine richtige Powerwelle. Okay? Oh Gott. Na. Hä? Aber wie kann ich mich da selber vorbereiten, dass ich wirklich so selbstsicher bin? Also ist das einfach... Training. Training. Tagestraining. Training. Weißt du, wann du das machst? Ich sag's dir ganz genau. Morgen in der Früh, wenn du aufstehst, dich in den Spiegel anschaust und dich hoffentlich erkennst im Spiegel. Nicht immer. Nicht immer, geht mir genauso. Zähne putzen, wenn du dann ausgewaschen bist, schaust du in den Spiegel und machst nur die Übung. Stopp, lass es. Dann siehst du deine eigenen Augen und du kannst dich selber kontrollieren. Und das ist nur Sprechübung.
Weil das soll im Kopf manifestiert werden, dass du das dir selber einprogrammierst, okay? Ja. Und wenn du das jeden Tag nur 2 Minuten machst, da wirst du so richtig dann fit und agil. Ja, weil ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, das wird dann immer wieder gestärkt, genau, und gestärkt und gestärkt. Genau. Und dann weiß ich, wenn ich jetzt wirklich in so einer Situation bin, richtig, dass ich wirklich die Position, genau, die Pfötchen. Genau, weil ich bin ja der weiße Wolf, darum sprechen wir immer von dem Pfötchen. Aber warum bist du der weiße Wolf? Das möchte ich jetzt schon noch wissen. Okay, Julia, ganz einfach. Es kommt aus der Indianermythologie. Mhm. Es gibt 2 Charaktere. Der schwarze Wolf, der sitzt hier, und der weiße Wolf sitzt hier. Und das bedeutet, der weiße Wolf ist der brave Wolf, der gute Wolf, der schwarze Wolf ist der böse Wolf. Und das kommt immer darauf an, wenn du abends unterwegs bist oder in der Arbeit bist, welchen Wolf du fütterst. Mhm. Bist du ein böser Mensch, wird immer der schwarze Wolf gefüttert. Mhm. Und darum habe ich gesagt, ich bin der positive, der nette, der liebevolle Wolf, also weißer Wolf. Das kann ich nur bestätigen. Danke sehr. Und das ist der Grund, warum ich das Thematik Weißer Wolf als Logo und als Symbol. Schön. Okay? Ja. Das ist so. Und das Wichtigste ist jetzt, ich möchte immer, dass die Frauen oder auch die Männer werden ja auch angestrengt. Mhm. Das heißt, die Männer können die Übung genauso machen, weil im Volksfest wird einmal zum Beispiel gerempelt oder Bier ausgeschüttet und dann kommt so ein Typ, ey, du Wichser! Dann sagst du, stopp, lass es, ich will keinen Stress. Mhm. Um das geht's. Okay. So, das ist der erste Trick. Mhm. Der zweite Trick ist Schutzmaßnahmen aufbauen. Man muss immer den Körper schützen, weil wenn der kommt und dich fassen will, gibt es noch eine Technik. Ich zeig's dir. Die Denkerhaltung. Mach mal so bitte. Mhm. Genau. Und jetzt, wenn der Stress aufkommt, kannst du so sprechen. Hey, ich will keinen Ärger. Komm, schleich dich. Mach mal so. Jetzt, wenn ich komme, siehst du, kannst du mich sofort unten ein anderes Pfötchen. Schau her. Mit dem Pfötchen, siehst du? Okay. Weil wenn ich unten in den Rock rein will, kannst du wegwischen. Okay. Wischen. Wie Fenster putzen. Leute, ihr müsst euch das so vorstellen. Wischen. Hat es einmal früher so einen Karate-Film gegeben. Karate. Ja, stimmt. Und wischen, Auto polieren. Auch genau. Es ist eigentlich diese Technik. Aha. Also wenn sozusagen der Arm nach vorne schießt, puff. Arm schießt nach vorne. Super, Julia. Okay. Ganz simpel. Auch mit dem Ausfallschritt. Richtig. Richtig. Aber manchmal steht der Typ schon so nahe da, weil du bist an der Bar, es ist eng, es wird getrunken, dann fängt er, Babymaus, dann machst du so, hey, ich bin der Babymaus nicht, dann kannst du dann dich wehren, wegwischen, okay? Denkerhaltung, Schutzbauch, Schutzgesicht, okay? Eigentlich dasselbe, gell? Bloß in der, Wahnsinn. Und fällt nicht auf. Ja. Du hast einen riesen Vorteil, das ist doch total unscheinbar, diese Technik. Ja. Locker in die Knie. In die Augen schauen. Stopp. Und 3 Befehle. Nochmal. Stopp. Lasse. Schleich dich. Yes. Ich habe Angst. Okay. Und jetzt die Denkerhaltung nochmal bitte. Au. Geh weg. Yes. Top. Also, perfekt. Erste Runde, super bestanden. Uss. Jetzt müssen wir lernen, richtig zuzuschlagen. Das heißt, wir nehmen unsere Pfötchen wieder, wie vom Wolf, hoch die Pfötchen, genau. Und wir schlagen nach vorne, gerade, nicht schwingen, weil wenn man schwingt, braucht man mehr Zeit. Du sollst ja schnell sein, diesen Überraschungsmoment aufbauen. Das bedeutet, Stoß, Stoß, jawohl, Stoß, 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 sehr gut. Und immer mit Schmackes. Und auch wieder mit meinen Handballen. Genau, immer mit dem Handballen treffen, okay? Okay. Das bedeutet, Julia, jawohl, die Wolfstechnik hast du drauf. Jetzt üben wir das natürlich am Ralf. Schau her, Julia, ich drehe dir jetzt einmal den Bulli her. Und du schlägst einmal aufs Brüstchen. Okay. Locker einschlagen. Jawohl. Locker einschlagen, jawohl. Und ein bisschen stärker. Und mitatmen. Und vielleicht einmal einen geilen Kampfschrei, dass er schrickt. Ja! Ja, gib's ihm! Ha! Jawohl, gib's ihm! Ha! Yes! Ha! Ja, au, au, au! Und stopp! Julia, jetzt haben wir sozusagen die Brust bearbeitet, weil wenn du willst, dass er nur erschrickt, legt man einfach nur auf die Brust. Okay. Dann sagt er, oh, die ist wild. Wenn er aber gefährlich ist, sehr gefährlich ist, Schoße, Nase. Das heißt, du stehst vor dem Typen und ziehst mit dem Ball in die Nase rein und schlägst nach oben, sodass das Nasenbein nach hinten marschiert. Okay? Okay. Das probieren wir jetzt, Julia. Mhm. Erst locker wieder, dass du ein Gefühl bekommst für den Handballen und dann immer mit mehr Power.
Und der Kampfschrei ist deshalb so wichtig, weil auch die Krieger früher die Gegner Angst eingeflößt haben durch den Kampfschrei. Und der Kampfschrei ist immer super wichtig. Ist egal, was ich schreie? Genau, du kannst schreien, was du willst, nur brutal muss das sein. Okay. Und dass der andere erschrickt und erstarrt, sozusagen freezen tut. Okay. Julia, let's go! Perfekt. Ja, das tut richtig schön weh. Ja, wunderbar. Und hinein, jawohl, das Näschen. Sehr gut, anderes Pfötchen. Links und rechts. Und links und rechts. Und der Kampfschrei, und der Kampfschrei. Stärker, stärker. Yes, yes, super. Passt. Fertig. Julia, jetzt wird es interessant. Weil wenn du spazieren gehst, ich mache jetzt einmal die Frau, geh unbeschwert durch den Park. Du bist der böse Wolf, gell? Du bist der böse Wolf. Du fasst mich von hinten und möchtest mich sozusagen für Genuss wurzeln. Mhm. Sind wir verstanden? Ja. Ich zeige dir jetzt, wie man sich befreit, dass nichts passiert, okay? Mhm. Ich gehe locker flockig voran und du bist der böse Wolf, okay? Hey! Oh! Okay. Also, Leute, was wichtig ist, wenn du an der Schulter rechts angeklopft wirst, musst du den rechten Arm hochfahren. Dann drehst du dich rein mit der Hüfte, sofort blockst du diesen Arm ab und du kannst sozusagen mit der anderen Hand arbeiten. Es geht genauso anders, wenn der böse Wolf hier fasst, über Kreuz, will mich reindrehen, block ich wieder weg und arbeite mit der anderen Handfläche durch. Mhm. Wichtig ist, reindrehen mit der Hüfte. Mhm. Da gibt es einen Trick, Leute, und das ist ganz simpel. Skifahrer sagen Flugfahren oder Pizzaschritt. Das heißt, seitlich rausgleiten, Hüfte reindrehen, blockieren und arbeiten. So, und jetzt bin ich der böse Wolf. Oh je. Julia, ready for go? Ja. Dann marschier. Hallo Kätzchen. So, hoch das Pfötchen. Reindrehen, wegblocken, bearbeiten. Yes, sehr gut. Wichtig ist, darf ich dich berühren? Ich muss vor dem Fernsehen immer fragen. Ja, ja. Die Hüfte, genau, die Hüfte muss sich drehen. Machst du mal seitlich mit dem Fuß den Pizzaschritt? Genau, reindrehen, wie Flugfahren, ja. Und dann die Hüfte reindrehen. Genau, dass du komplett zu mir kommst. Und dann umsteigen. Okay. Also ich zeig's dir nochmal. Ja. Pizza, yes, reindrehen, frontal gegenüber stehen. Okay? Okay? Ich komme nochmal von hinten, zärtlich wie ich bin. Ich richte mich zusammen, bist du so weit? Ja. Okay, hallo Mädchen, komm zu mir, reindrehen, yes. Vor allem Leute, sie blockiert mich raus, ich kann mit diesem Arm nicht mehr arbeiten, weil sie hat mich sozusagen weggedrückt. Dadurch ist meine Fläche frei und sie kann sofort hier rein, Nase, mich komplett bearbeiten. Okay. Einfach? Ja. Simples. Pizza. Witzig ist, nur die Hüfte reindrehen. Okay. So, einmal. Jetzt gibt's noch was. Ich gehe nach vorne. Du umklammerst mich. Das ist ganz schrecklich. Nee, richtig, dass meine Arme auch eingeschränkt sind. Ja, die Arme, ja genau, machen wir's so. Oh. So, Freunde, wenn du das alles verpinnt hast, stopp, geh weg, Körpersprache, und du wirst von hinten so gepackt und der Mann hat Power, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, sich zu befreien. Entweder ich bin gelenkig in der Hüfte, gleite seitlich, fasse unten rein und drücke alles nach oben. Dann geht er zu Boden. So, Punkt 1. Punkt 2, festhalten, richtig schön fest. Dann gibt es Dirty Dancing. Ich mache was, passt auf. Ich muss immer ein bisschen Bewegung rein. Vor, zurück. Oh. Genau, das heißt, mit Schwung, Arschpacken, anspannen und wie ein Katapult nach hinten schießen und dann komme ich voll in den Bauch rein, die Luft geht weg und der Typ bricht zusammen. Es ist wie ein Katapult. Bumm. Darum, wenn der Mann größer ist und von der Dame ist das Hinterteil auf den Oberschenkeln, dann funktioniert es nicht. Da müssen wir ins Gemächt reinarbeiten. Ist der Mann in der Größe, dass die Dame spürt, die Arschbacken sind am Bauch, dann kann man schießen. Sind verstanden? Perfekt. Mach mal. Komm her, ich bin der böse Wolf. Aber locker, gell, Julia?
Da wird es einfach hingegangen. Ja, ja, also jugendfrei bitte hingegangen. Probiert, jawohl, seitlich und perfekt. Okay. Das ist die erste Technik. Spürst du deine Arschbacken an meinem Bauch? Nee, oder? Nee. Siehst du, dann bringt das auch nichts, weil ich zu groß bin. Also mein Bauch ist oberhalb, Leute, siehst du das? Das bringt nichts. Also seitlich ausweichen bitte und reinfassen. Okay. Das war's. Mhm. Sehr gut. Super gemacht, Julia. Ja, danke. Du bist bereit für Alpha-Wölfin. Top Gun. Ja, Julia, so, jetzt kommt das ganz Wichtige im Leben eines Kämpfers, eines Menschen. Und das ist der Ehrenkodex der Samurais, Bushido nennt sich das. Das sind die 7 Tugenden. Diese 7 Tugenden habe ich gelernt in den 80er Jahren, weil ich bei Samurais ja trainiert habe. Und das habe ich immer angewendet. Und das war für mich ja ein Riesenvorteil, ob das jetzt in der Schule war, beruflich bedingt oder privat bedingt. Hat mich das immer positiv nach vorne gebracht. Also das heißt, ein Fallbeispiel von den 7 Tugenden, ein Schlagwort, Mut. Mut muss man immer haben, weil wenn man was angreifen will, ob das jetzt eine Weiterentwicklung im Leben ist, eine Beziehung ist, braucht man Mut. Da kann man nicht sagen, sondern da muss man ran an den Speck. Ja. Punkt 1. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Man muss zu seinem Partner, seinen Mitmenschen ehrlich sein. Das ist eine ganz wichtige Tugend, was man in der heutigen Gesellschaft oft nicht mehr findet. Dann Respekt, Achtung gegenüber Menschen, der Natur, der Tiere. Mega wichtig. Das sind alles alte japanische Philosophien, Ehrenkodex der Samurais. Also das ist vor tausenden Jahren schon entstanden. Nur diese westliche Welt hat sich ihr eigenes Süppchen gekocht. Schneller, Egoismus, Geld, 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 Macht, 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 aber das Mensch zu Mensch geht nach hinten. Dadurch versuche ich als Leuchtturm, als weißer Wolf, das weiterzubringen, weil als Schwarzgurtträger bin ich ein Sensei. Und als Sensei ist es die Pflicht, sein Wissen weiterzugeben an seine Schüler, an seine Mitmenschen. Und auch die Höflichkeit ist eine hohe Kunst. Dass man zum Beispiel jemanden die Tür aufmacht, dass man jemanden auf der Straße vorbeilässt, nicht hupt, ruhig bleibt. Das sind so Tugenden, die sollte man wieder vorleben und nicht nur hetzen, schneller über die anderen drüber springen, sondern in die Augen schauen und das Leben wahr genießen. Der weiße Wolf. Und das begleitet dich jetzt dein ganzes Leben lang? Jawohl, so ist es. Eigentlich sind die 7 Sachen total simpel und man sollte das viel mehr und öfter in unser Leben einbauen. Auch der Selbstverteidigungskurs. Klar, man wünscht sich sowas nicht, aber wenn man es braucht, die Vorbereitung ist natürlich alles. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und bei Interesse wirklich kann euch das Dojo vom Weißen Wolf nur ans Herz legen. Und wenn ihr wollt, einfach beim Jochen melden. Genau. Korrekt. Entweder auf deiner Seite per WhatsApp, du bist überall erreichbar. Facebook. Überall. Alle Kanäle. Wie gesagt, meldet euch und das war's schon wieder von mir. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag um 18:30 Uhr bei Niederbayern TV. Bleibt gesund, bleibt fit, eure Julia.